Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearts of Iron 4. Ich bin's euer Fabian von Silverfeld Games and More. Und ja, wir müssen mal schauen, wie wir jetzt so unser Reich verteidigen können. Wir hatten jetzt in den letzten beiden Runden, glaube ich, so festgestellt, dass die Sowjetunion uns am 25. oder zum 25. August das Kriegsziel rechtfertigt. Gegen uns Krieg zu führen. Und ja, da müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass sie uns vielleicht auch nicht unbedingt gleich den Krieg erklären. Das wäre eigentlich sehr schön, wenn das so wäre. Ansonsten, ja, müssen wir mal schauen. Ja, ich lasse die Zeit gleich mal weiterlaufen. So. Ich habe jetzt mal geschaut. Ihr seht hier unten meine Generäle. Da werde ich wahrscheinlich noch an die Ostfront den Heinz Guderian verlegen mit seiner Armee. Ja, mal gucken, wie ich das noch so verteile. Ja. Ansonsten, ja, haben wir hier eine kleine Landung, die kämpfen wir aber gerade. Ich denke, das ist kein Problem. Soweit. Was haben wir hier? Unbezahlte Lizenzen. Ja, müssen wir mal sehen, was das wieder ist. Ansonsten, ja, müssen wir mal schauen. In Afrika sieht es momentan auch nicht so gut aus. Ich werde meine Einheiten eher zurückziehen. Hier irgendwo in der Nähe von diesem Flughafen hier, in der Nähe von Kairo. Meine Truppen zu stationieren. Die Panzerdivision fährt dorthin und die verlegen wir mal dorthin. Dann hat man hier eine Frontlinie. Die zwei sollen die bekämpfen. Ja, und wie gesagt, hier oben meine restlichen Divisionen kämpfen halt hier. Ich hoffe mal, dass das so weit klappt. Das können wir so leise sein lassen eigentlich. Ja, ich muss den Hafen dort unter Kontrolle bringen. Dann könnte ich die Einheiten wieder zurückdrängen. Mal sehen, wie wir das hinbekommen. Ja. Ansonsten habe ich meiner Produktion nachgesehen. Die Infanterieausrüstung, die müsste soweit eigentlich durch sein. Ja, wir produzieren jetzt hier eine Menge Ausrüstung neu jeden Tag und haben auch noch Ersatzausrüstung. Von daher können wir da schon mal Fabriken zurücknehmen. So, würde ich sagen. Nehmen wir gleich mal Fabriken raus. Oder vielleicht auch 10. Wie produzieren wir denn? 78 pro Tag. Ja, 10 Fabriken. Damit dürfen wir hinkommen. Hm.
Dann machen wir mal noch zwei bei der Artillerie rein. Zwei Fabriken. So. Dann. Na nun. Ja, meine Maus spinnt zurzeit ein bisschen rum. Die mechanisierten Einheiten. Das Sonderkraftfahrzeug, das Produkt haben wir auch schon fertig. Genauso wie die LKWs, die Opel Blitzfahrzeuge. Ja, da haben wir auch schon was in Reserve. Leichte Panzer auch, Zusatzausrüstung auch. Eigentlich benötigen wir nur mittlere Panzer noch, da haben wir ein Defizit. Ja, dann werden wir dort mal unsere Produktion hin ausrüsten. So, wie viel produzieren wir da pro Tag? 5 Stück dann. Das ist okay soweit. Fünf Stück. LKWs. Lass mal 2 Tage laufen. Und dann habe ich 100 Stück mehr. Weil, wenn wir jetzt in den Krieg kommen, haben wir ja auch einen recht großen Verschleiß. Also von daher, ja, müssen wir da halt auch sehen, dass wir da ein bisschen Material in Reserve haben. So, dann verkürzen wir mal den seine Frontlinie. So. Die verkürzen wir auch. So, und dann kommt ja den Abschnitt. Das gucken wir uns mal an, wie das jetzt verläuft, wie sich die Einheiten verteilen. Ja, wie gesagt, es sollten schon ungefähr so in jenem Provinzabschnitt oder Teilstück sollte schon immer so 2-3 Einheiten wenigstens sein. Habe ich mir so gedacht. Und von daher, ja, habe ich lieber 4 Armeen dort. Den schicken wir mal hierher. Ja, mal sehen, vielleicht ziehe ich auch den Erwin Rommel komplett zurück aus da. Aus Afrika, das werde ich aber sehen, wenn es soweit ist. Können wir mal gucken bei unserer Bauvorhaben, wie das jetzt hier aussieht. Hier haben wir überall 5, dort oben noch nicht, da haben wir 3.
kommen die oben in Schweden. Ja, aber ich denke mal sehen, wie viel schnell brauchen wir jetzt für einen Bunker. Der ist am 26. August fertig. Also einen Tag nach den Kriegszielrechtfertigungen werden die ja noch alle fertig. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall sind wir über auf Stufe 3, das ist eigentlich ganz gut. Da haben wir schon mal einen recht großen Bonus, Verteidigungsbonus. Und ja, von daher denke ich, sollte es klappen. So. Die trainieren ja alle. Schauen wir mal, wie es jetzt in Afrika aussieht. Die greifen dort an. Das ist schon mal recht gut. Die haben die Frontlinie drin. Und wie sieht es hier hinten aus? Ja. Ich muss die irgendwie abschneiden. Ja, freiwillige Divisionen nehmen wir mal an. Ja, das ist soweit okay. So, wie viel? Ja, 400 haben wir da jetzt in Reserve, das reicht eigentlich. Dann können wir die Produktion definitiv zurückfahren. So. Ja, das Problem ist, was ich auch noch vergessen habe zu sagen, dass wir ja sehr viel Öl aus der Sowjetunion bekommen. Die Frage ist, wo holen wir es denn her? Mal gucken. Gut, das brauche ich halt für meine Panzer, damit die gebaut werden können. Elf Stück pro Tag, wie lange brauche ich denn da dann? Oder 10 Stück? Ja, immer noch 140 Tage, das ist zu lange. Naja. So, hier haben wir die Einheiten sind
eigentlich soweit ganz gut verteilt. Hier auch, so wie ich das sehe. Dort auch hier mal eine 2 stehen. Okay. Hier passt es auch ganz gut. Also wir haben immer 2 bzw. 3 Divisionen eigentlich immer stehen, plus unsere Bunker. Ja, das passt. Hoffe ich. Ich hoffe mal, dass es reicht. So, die Invasion hier ist auch weg. Schauen wir mal, wie es hier unten läuft. Ja, die ist auch, ich sag mal, besiegt. Machen wir das jetzt. Die 5 Divisionen holen wir auf jeden Fall mal hier runter. Okay, wir haben jetzt den 25. August. Okay. Die kommen mal hier runter, die 5 Divisionen. Wirst du euch wahrscheinlich erstmal so stehen lassen. Mal gucken, ob die Sowjetunion uns gleich den Krieg erklärt. Müssen wir mal abwarten. Ja, natürlich. Versuchen sie es gleich. Italien hat Ungarn als unsere Verbündeten in den sowjetisch-italienischen Krieg gerufen. Okay. Ja, so, und jetzt müssen wir mal abwarten. Ja, wie unsere Kriegsbemühungen laufen. Ich könnte ja praktisch auch meine Truppen von dem Manstein, von den Erich von Manstein. Warum sind denn hier U-Boote? Warum sind denn hier. Ach, die haben hier tatsächlich einen Hafen in Leningrad. Das ist ja mies. Aber keine große Flotte. Dann werde ich mal meine Truppen. Okay. Okay. Hier holen. Damit ich das notfalls verstärken kann. Aber bis jetzt scheint es ganz gut auszusehen. Die holen jetzt ihre ganzen Verbündeten, was sie hier haben, von Japan und von Russland. Die haben ja hier diese Sachen alles als Verbündete, beziehungsweise
Wie nennt man das? Marionettenstaat, glaube ich. Alle mit ins Boot, wenn man so sagen kann. Jetzt muss ich auch mal gucken, wegen dem Handel, weil ich jetzt kein Öl mehr bekomme aus der Sowjetunion. Mal gucken, wo wir jetzt den Rest herholen. Okay. So, dann bekommen wir davon den. Dann holen wir aus dem Irak was. Aus Mexiko. Und aus Argentinien noch eine Fabrik. So, das passt. Was haben die hier? Möchte, dass wir ihn, ja, das können wir machen, nicht Angriffspakt. Wir können auch noch die Regierung ändern. Das haben wir aber alles drin. Dann würde ich fast sagen, Ausrüstungsstruktur, Forschung für Waffenzeit, Artillerie. Ja, das bringt uns dann noch was für unsere Großkampfschiffe. Aber ich muss sagen, wo angegriffen wird, passt es. So. Cool, Italien kämpft hier mit. Die holen sich ein paar Gebiete zurück. Mal gucken, ob sie mir eine Panzer alleine schaffen. So. Stopp. Das sollte nicht passieren. Die sollen dort bleiben. Fünf Einheiten sind dort schon wohl gelandet. Naja. Gut, das passt eigentlich auch so weit. Ja, das ist eigentlich auch nicht mal so schlecht. Dann gucken wir mal an unsere Produktion. Weil wie gesagt, wir müssen das jetzt ein bisschen im Auge behalten. Weil wir jetzt jeden Tag praktisch einen Verlust haben. Dadurch, dass wir ja von den Sowjets angegriffen werden. Aber ja, ich denke, dass passt soweit ganz gut. Jetzt habe ich hier wohl. Nee. Ja, von mir ist halt ein Konvoi beteiligt. Was sagt eigentlich unsere Forschung? Der Leopard-Panzer wird bald gebaut.
MG42 und der Granatwerfer ist in der Forschung bald fertig. Das bringt uns auch recht viel. Der Marinebomber würde ich auch gerne bauen, weil er einfach effektiver ist, um die Marine zu unterstützen. Ja, werden wir sehen. Die Bauindustrie könnte ich jetzt eigentlich zurücknehmen. Eventuell. So wie die Bunker dort fertig sind. So. Der ist fertig, okay. Schauen wir mal, was wir jetzt dafür bauen. Ich könnte schon den nächsten bauen. Oh, der braucht 403 Tage. Ja, wir haben Ende 41 fertig. Damit. Dann haben wir natürlich weiter noch Zeit voraus, ja. Aber da haben wir noch Zeit, würde ich sagen. Hier brauchen wir nichts. Das Radar Stufe 2 würde mich interessieren. Okay, hier wird geforscht. Hier könnten wir forschen. Wird schon geforscht. Und hier auch. Hier so zwei Sachen. Ja, dann erforschen wir das Radar, das geht recht zügig. Und dann sind ja schon fast vier Forschungsteams recht schnell wieder fertig. Mal gucken, was wir hier noch gebrauchen könnten. Die Raketentechnik. Später könnte man das hier brauchen. Ja, und die Schiffswerfen natürlich, die könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja. Ich sag mal den Z-Plan. Wird wahrscheinlich das nächste sein, was wir. Was haben wir hier für Vorteile? 2x50 schwere Jägermodelle. Gut, die nutzen wir eigentlich eh nicht. Also werden wir den Z auch. Ist noch irgendwas im Wirtschaftsbereich? Den Atlantikwall könnten wir noch machen. Aber erstmal planen wir mal den Z-Plan. Dadurch bekommen wir nochmal Forschungsboni für die Schlachtkreuzer, Schlachtschiffe und überschwere Schlachtschiffe. Und für die Flugzeugträger, weil ich nicht so für Flugzeugträger bin. Aber das wollte ich jetzt erstmal noch erforschen.
hier ist das nächste mittlere Panzermodell fertig, was trainieren kann. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir erstmal ein bisschen was geschafft. An der russischen Front sieht es ganz gut aus. In Afrika soweit auch, denke ich. Die Italiener können ja alleine ein bisschen vorrücken. Hier, das hier bringen wir unter Kontrolle. Und ja, ich hoffe mal, dass wir auch denke ich, müssen wir eigentlich schaffen. So, mal sehen, wie sich das jetzt verändert. Achso, die werden angegriffen. Von einer Division. Na gut, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal eine kurze Pause machen. Ich habe ein bisschen was erreicht. Hauptsächlich weiß ich jetzt, wie es läuft im Krieg gegen die Sowjetunion. Also, dass meine Bunkerkette doch soweit ganz gut steht, dass es ausreichend ist. Und ja, ich denke, das kriegen wir so hin. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, schreibt es in den Kommentaren, liked unsere Videos oder wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Und dann hören wir uns wieder, wenn es heißt Let's Play Hearts of Iron 4. Macht's gut, Leute. Ciao.